In diesem Video schauen wir uns an, wie wir den Vision Scanner AD335WN in Betrieb nehmen können. Wir haben die Möglichkeit, den Scanner als USB-Scanner in Betrieb zu nehmen, aber auch im Netzwerk. Aber die ganzen Netzwerkfunktionen sind im Prinzip nur eine Brücke für die USB-Funktion. Was ich damit meine, zeige ich nach dem Intro. Aber erstmal von vorne. Wenn ich den Scanner bekomme und ausgepackt habe und in Betrieb nehmen möchte, dann sollte ich ihn als erstes einmal mit Strom versorgen. Meine Empfehlung wäre jetzt danach, das Ethernet-Kabel anzuschließen. Warum ich das empfehle, sehen wir gleich, aber als nächstes schalten wir den Scanner einmal ein. Sobald das getan ist, bekommt der Scanner von unserem Router eine IP zugewiesen. Wir haben jetzt zwei Möglichkeiten, die herauszufinden, entweder über das Display, so wie ich es jetzt hier gemacht habe, des Scanners, oder wir gehen einfach auf die Übersichtsseite unseres Routers, dort würden wir die IP dann entsprechend auch finden. Diese IP-Adresse brauchen wir, um die Webseite des Scanners aufzurufen. Ich gebe die IP-Adresse einfach in dem Browser meiner Wahl in die Adresszeile ein und bestätige das mit Enter. Nun begrüßt mich der Vision Web Manager. Wenn das der Fall ist, gehe ich rechts oben auf Login und logge mich mit den Standardzugangsdaten Admin und Admin ein. Die Empfehlung ist natürlich, Benutzername und Passwort oder zumindest Passwort nach der initialen Einrichtung hier einmal zu ändern, sodass nicht jeder aus eurem Heimnetz Zugriff darauf hat. Habe ich mich nun dort eingeloggt, kann ich ganz einfach die Netzwerkkonfiguration vornehmen. Meine Empfehlung ist hier, den Punkt Wired und Wireless Client Mode auszuwählen. Das bedeutet, dass er sowohl mit einer kabelgebundenen Netzwerkverbindung zurechtkommt, als auch mit einer Verbindung, in dem er direkt an den Router per WLAN verbunden ist. Haben wir diese Option ausgewählt, haben wir die Möglichkeit, nach verfügbaren WLAN-Netzwerken in der Umgebung zu scannen. Wenig überraschend wähle ich meins aus und gebe ihm auch gleich das Passwort mit. So kann sich der Scanner zu meinem Router über WLAN verbinden. Wurde die Verbindung über WLAN erfolgreich hergestellt, dann sehen wir auf der Übersichtsseite zwei IP-Adressen. Zum einen die IP-Adresse im Ethernet-Netzwerk, also die kabelgebundene Verbindung, und das andere ist dann eben die Adresse im WLAN-Netzwerk. Ja, Netzwerk ist hier ein bisschen falsch verwendet, denn im Prinzip sind wir in einem Netzwerk, nur das Medium, das wir benutzen, ist ein anderes. Also einmal WLAN, einmal Ethernet. Ist eine IP im WLAN-Netzwerk zu sehen, dann merken wir uns die oder notieren uns die und können gleichzeitig das Ethernet-Kabel wieder abziehen. Das Ethernet-Kabel habe ich in meinem Fall nur zur Konfiguration verwendet. Falls du natürlich den Scanner sowieso am Ethernet haben möchtest und gar nicht im WLAN brauchst, könntest du diesen Schritt natürlich überspringen und ja, einfach per Ethernet verbinden und die IP notieren, das würde reichen. Aber zurück zum Thema. Wir notieren uns die WLAN-IP und über diese kann ich jetzt auch den Webmanager wieder aufrufen. Wenn man im Netzwerk das Gerät verwenden möchte, dann muss man aber auch darauf achten, dass die IP immer die gleiche bleibt. Im Prinzip gibt es zwei Möglichkeiten, das zu tun. Entweder ich kann am Gerät die IP manuell festlegen, sodass sie sich nicht mehr ändert. Hier ist aber darauf zu achten, dass die IP nicht in einem Bereich liegt, in dem der Router auch versucht, IPs zu vergeben. Ich persönlich nutze immer die Router-Oberfläche, zum Beispiel bei meiner Fritzbox, um dem Gerät dauerhaft eine feste IP zu verleihen. Damit ist sichergestellt, dass es keine Kollision bei der IP-Zuweisung im Router gibt und gleichzeitig kann das Gerät immer die gleiche IP-Adresse behalten. Jetzt kommen wir zur Softwareinstallation und auch dafür ist die WLAN-IP immer noch interessant. Am besten ihr haltet euch jetzt genau an die Reihenfolge, wie ich sie jetzt in diesem Video auch vorgenommen habe. Als erstes installieren wir den Virtual Scanner Link. Das ist erstmal das Programm, das eine virtuelle USB-Verbindung aufbaut. Wir haben ja den Drucker jetzt nicht über USB angeschlossen, sondern wir haben den im WLAN. Wir können jetzt mit diesem Virtual Scanner Link den Computer ein bisschen austricksen, sodass er denkt, per USB wäre der Drucker angeschlossen, obwohl er ja im WLAN hängt.
Diesen Virtual Scanner Link findet man entweder auf der CD, die mitgeliefert wurde. Naja, ich habe kein CD-Laufwerk, also habe ich es mir von der Avision Website runtergeladen. Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Zum Zeitpunkt dieses Videos ist aktuell noch kein Link auf der Produktseite zu finden oder auf der Supportseite des Scanners. Man muss einfach auf ein anderes Produkt gehen und da den Virtual Scanner Link herunterladen. Wenn ihr Glück habt, findet er direkt jetzt euren Scanner und ihr könntet auf Verbinden drücken. Bei mir war das, wie hier zu sehen, nicht der Fall. Ich musste in die Optionen gehen und habe hier einfach manuell die IP-Adresse eingetragen. Die hatten wir ja notiert und hier tragen wir jetzt die WLAN-IP-Adresse rein und dann habe ich wieder auf Aktualisieren gedrückt. Wenn du kein WLAN hast, dann trägst du natürlich die IP-Adresse ein, die der Scanner über das Ethernet-Kabel bekommen hat. Jetzt haben wir zwar eine Verbindung hergestellt, aber Windows hat natürlich jetzt noch keine Treiber installiert. Das kann man sehen, wenn man den Gerätemanager öffnet. Dort wird jetzt ein unbekanntes Gerät angezeigt. Windows erkennt den Scanner jetzt als USB-Scanner. Der weiß also nichts davon, dass das ganze Ding im Netzwerk läuft. Um den Treiber jetzt zu installieren, geht man halt auf die Webseite von Avision in die Support-Sektion seines Scanners und dort findet man dann entsprechend den neuesten Treiber, den man runterladen kann. Das habe ich natürlich jetzt hier schon vorbereitet. Ich habe euch die Links in die Videobeschreibung gepackt. Das ZIP-Archiv, das man dort runterladen kann, kann man entpacken und darin findet sich dann eine Setup-Exe, die man einfach ausführen kann. Dort klicke ich mich dann einfach durch den Installation Wizard und danach sollte der Treiber installiert sein. Das kann ich dann auch nochmal im Gerätemanager nachprüfen. Ist das alles erledigt, dann kommen wir zum eigentlichen Teil oder zur eigentlichen Scanner-Software und das ist bei Avision der Button Manager. Auch diese Software muss erstmal runtergeladen werden, auch die findet man auf der Supportseite seines Gerätes auf der Avision Homepage. Und auch diese kommt im ZIP-Format, muss entpackt werden und wenn ich diesen Ordner entpackt habe, finde ich dort eine Setup-Exe. Die führe ich wieder aus und installiere den Button Manager. Im Idealfall sollte der Button Manager jetzt erkannt haben, dass der Scanner bereits angeschlossen ist und öffnet sich hier auf der kleinen Seitenleiste. Natürlich kann man jetzt dieses kleine Menü benutzen, man kann aber auch diese ganzen Buttons natürlich auf dem Scanner benutzen. Was diese ganzen Buttons machen, das kann man natürlich einstellen. Das ist jetzt einfach nur die Standardkonfiguration, die man hier sieht. Der Button Manager wird Thema eines eigenen Videos sein und was man dort alles einstellen kann. Wenn dir das Video gefallen hat und wenn du dir überlegst, einen Avision Scanner zu kaufen, schau mal in die Videobeschreibung, dort findest du einen Amazon Affiliate Link. Benutze den gerne, wenn du diesen Kanal unterstützen möchtest. Ich freue mich natürlich über einen Daumen nach oben und über ein Abo dieses Kanals.